Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Auf unserer Reise von der Ostsee zum Balaton fahren wir nun in Richtung Süden nach Stettin. Dort wollen wir übernachten, bevor es am nächsten Tag weitergeht. Und dann werden wir noch etwas entdecken, was unsere Reisepläne ändern wird. Wir sind jetzt hier angekommen, gestern Abend, nämlich kurz vor Stettin. Bis zum Zentrum von Stettin sind es ca. 5 Kilometer und die kann man bequem zurücklegen, entweder mit dem öffentlichen Bus, der hier direkt vor dem Platz hält, oder auch mit eurem eigenen Fahrrad. Es ist, soweit wir das in Erinnerung haben, ein durchgehender Fahrradweg zu erwarten. Und Stettin ist wirklich super schön und optional. Würden wir euch empfehlen, den Stettin-Beitrag anzugucken, den wir 2021 gemacht haben. Diesmal ist es nur ein Stopp. Wir haben diesen Platz gewählt, weil wir das unbedingt wollten. Sonst hätten wir gestern Abend noch auch bis in die Dunkelheit rein irgendwo weiter Richtung Süden nach einem Platz suchen müssen. Und aus Bequemlichkeit haben wir hier den genommen. Das ist eine Marina, wie man sieht. Das ist das Sanitärgebäude mit seinen Räumlichkeiten. Hier die Waschküche mit Waschmaschine, Trockner oder zum selber Waschen. Hier ist die Toilette mit Duschen und Waschbecken. Wir haben allerdings von den Räumlichkeiten nichts genutzt, weil wir auch gleich wieder weitergefahren sind. Hier geht es zu den Toiletten. Das ist die offene Küche. Hier könnt ihr Geschirr abwaschen. Und hier könnt ihr euer Grauwasser ablassen in diesem Gefäß und auch die Toilette. Und wir haben uns ganz schön hingesetzt, denn vor 2 Jahren war der Platz nicht so teuer. Gestern haben wir doch tatsächlich 180 Zloty bezahlt. Das sind umgerechnet 40 Euro. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dementsprechend überrascht waren wir. Aber vor 2 Jahren war es, glaube ich, Nachsaison. Jetzt ist noch Hauptsaison. Und so kommt dieser Preis inklusive Teuerung wahrscheinlich zustande. Ja, und was uns nicht gefällt auf diesem Platz ist, dass wir zum einen, ich weiß nicht, ob ihr es hört, Baulärm mit in Kauf nehmen müssen. Eine Fliege. Das ist ein Steinschlag. Ui, da werden wir wohl zu Carglass oder anderen Firmen fahren müssen. Mann!
Hallo. Hallo, wir sind jetzt auf der Brücke nach Slubice. Oder Slubice? Slubice. Wir wissen es nicht. Und Frankfurt-Oder. Und hinter uns, da seht ihr die Oder. Ja, warum sind wir hier? Wir haben ja gesagt, vielleicht kommt noch das ein oder andere Land dazu. Dass nun Deutschland dazu kommt, wussten wir nicht. Wir haben leider einen Steinschlag. Und deshalb müssen wir hier zu Carglass. Wir hoffen, also sie haben eigentlich gesagt, es muss nicht die Scheibe ausgetauscht werden. Aber der Riss und der Steinschlag kann wohl repariert werden. Ja, und deshalb müssen wir warten bis Montag. Genau. Und was gibt es natürlich Besseres? Genau, sich die Städte oder die Stadt anzusehen. Ich weiß nicht, ob wir noch nach Polen rüberkommen. Also, glaube ich nicht, kommen wir ja dann weiter. Genau. Aber wir wollen uns Frankfurt-Oder mal ein bisschen anschauen. Genau, da soll es nämlich einiges geben, was man sich angucken kann. Und das machen wir dann. Ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Frankfurt-Oder ist mit dem polnischen Słubice die Doppelstadt im Herzen Europas. Schön gelegen am Grenzfluss Oder, der vielfältige Erholungs- und Ausflugsmöglichkeiten bietet. Eine 250 Meter lange Stadtbrücke verbindet Deutschland und Polen. In dem historischen Rathaus im gotischen Stil befindet sich das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst. Auf dem Markt steht der Sieben-Raben-Brunnen, geschaffen von Horst Engelhardt. Das Motiv leitet sich vom Namen des benachbarten Gebäudes ab, das im Volksmund Sieben Raben genannt wird. Am Brunnenplatz begegnen wir einem sehr originellen Brunnen, der Comicbrunnen, eigentlich auch genannt Der Osten leuchtet. Er wurde im Jahr 2000 von Michael Fischer Art aus Edelstahl und bemalten Figuren aus glasfaserverstärktem Kunststoff, sogenannten GFK, geschaffen. Die mit 5,20 Meter überragende Figur im oberen Wasserbecken trägt als stilisierte Augen rechts und links jeweils eine integrierte, nachts sogar beleuchtete Analoguhr. Die Beckentiefe beträgt 50 cm, die Wassertiefe 25 cm. Wir unterbrechen unseren Stadtrundgang und nehmen im Café Bellini leckeren Kuchen zu uns und dort soll es auch wirklich sehr, sehr leckeres Eis geben. Der 90 Meter hohe Oderturm ist ein modernes Wahrzeichen der Stadt und unten findet ihr eine riesige Auswahl an Geschäften zum Bummeln. Im heutigen Hauptpostamt residierte um 1900 die Kaiserliche Oberpostdirektion. Das Gebäudeensemble ist denkmalgeschützt. An der Europa-Universität Viadrina lebt der europäische Geist. Nicht umsonst wählten die Studierenden den Campus der Viadrina zum beliebtesten Standort in Deutschland. Der Wohnraum in Frankfurt-Oder soll bezahlbar sein, die Wege sind kurz und auch meist nicht durch Staus verstopft. Eine Stadt zum Wohlfühlen also. Und mit schöner Umgebung. Die St. Marienkirche ist die ehemalige Hauptpfarrkirche der Stadt und wurde in mehr als 250 Jahren mittelalterlicher Bautätigkeit errichtet.
Das Kirchengebäude gehört zu den größten Gebäuden der norddeutschen Backsteingotik. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg in großen Teilen zerstört, konnte aber in der Folgezeit in ihren Grundzügen rekonstruiert werden. Heute ist die St. Marienkirche ein soziokulturelles Zentrum und ein Wahrzeichen der Stadt. Eine wertvolle Besonderheit sind die drei großen Bleiglasfenster, die zwischen 1360 und 70 entstanden. Die im Stil der Gotik gefertigten Fenster bestehen aus 117 Bildern, die in einer Art Bilderbibel die Schöpfungsgeschichte der Welt, das Leben von Adam und Eva und den Bau der Arche Noah und das Leben Christi darstellen. Wir gehen hier gerade in Frankfurt oder in einer spätsozialistischen Fußgängerzone entlang, die etwa zwischen den Jahren 86 und 88 entstanden ist. Und hier hat man echt einen authentischen Blick quasi in die Vorwendezeit. Schauen wir auch noch kurz auf ein ganz anderes Gebäude, nämlich dieses hier von der Löwenapotheke. Das Gebäude der Löwenapotheke und die beiden angrenzenden Häuser in der Forststraße sind die einzig erhaltenen Gebäude der früheren Frankfurter Altstadt. Das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Hauses lässt mit seiner klassizistischen Putz- und Stuckverkleidung kaum vermuten, dass es sich um das älteste und wertvollste unter den heute noch vorhandenen Bürgerhäusern der Stadt Frankfurt oder handelt. Die Spuren gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Im Mittelalter war die große Scharnstraße eine wichtige Geschäftsstraße. Heute ist sie ein sehenswertes Zeugnis spätmoderner DDR-Architektur und vielfältiger Kunstwerke im öffentlichen Raum. Die Fertigstellung der Straße erfolgte pünktlich zu den 22. Arbeiterfestspielen, die im Juni 1988 in Frankfurt stattfanden. Die Bezirksstadt wollte sich als guter und attraktiver Gastgeber präsentieren. Ein echter Anziehungspunkt blieb die Straße nur kurz. Nach der Wende verließen sehr viele Einwohner Frankfurt und in der großen Scharnstraße schlossen viele Geschäfte. Vom ehemaligen Glanz zeugen die vielen Kunstwerke in der Fußgängerpassage. Auch die Hausfassaden sind sehenswert. In der großen Scharnstraße sind so viele Kunstwerke zu finden wie an keinem anderen Ort in der Oderstadt. Das ist unser Stellplatz in Frankfurt an der Oder. Genauer gesagt die Marina am Winterhafen. Sie ist sehr schön. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und es ist auch ein sehr, sehr netter Betreiber dort. Also einfach super, nur empfehlenswert, wenn ihr also nach Frankfurt-Oder fahren wollt. Eine schöne Sicht auf einen kleinen Seitenarm der Oder.
und Zubitze könnt ihr im Hintergrund erkennen. Hier kann man sich hinsetzen, neben einem schönen Rosenstrauß. Das ist das Sanitärgebäude, geradezu Herren- und Damentoilette. Hier findet ihr ein Waschbecken vor. Und zwei Toiletten. Und ich glaube, bei den Herren sind auch noch zwei Pissoirs. Zu unserer Zeit alles picobello sauber. Ja, und das ist die Dusche. Da befinden sich zwei Duschen drin. Und wenn ihr ungestört duschen wollt, müsst ihr vorne abschließen, auch wenn ihr nur alleine dort seid. Und ein Waschbecken. Hier könnt ihr euer Chemieklo abgießen. Da ist eine Waschgelegenheit fürs Geschirr. Und das sind die Stromkästen, die verteilt überall stehen. Hier habt ihr nochmal einen schönen Blick auf Zubitze. So, eine kleine Unterbrechung. Hier wollen wir euch doch tatsächlich mal unseren super praktischen, ganz klein verpackbaren neuen Grill vorstellen. Den haben wir bei Amazon gefunden, unbezahlte Werbung. Und ihr seht hier gleich, wie man den wirklich innerhalb von einer Sekunde aufbauen kann. Und ja, eine wirklich praktische Sache. Wir haben ihn schon oft benutzt und möchten ihn eigentlich gar nicht mehr missen. Wir sind noch mal unterwegs hier in Frankfurt-Oder, auch wenn es so hinter mir ein bisschen eher sehr trist aussieht, aber das hätten wir auch nicht gedacht. Frankfurt-Oder hat wirklich seine sehr interessanten und sehr sehenswerten Ecken, die wir euch weiter zeigen werden. Aber das Wetter ist ja für Mitte September wirklich einmalig gut und ist eigentlich viel zu warm. Wir schleppen uns hier durch die Stadt. Und ja, möge es ja die Wärme nicht unbedingt, aber das schöne Wetter noch eine Weile anhalten, weil wir haben ja noch eine ganze Menge vor. Wir sind mal eben auf die polnische Seite gewechselt, nach Zubitze. Wir wollten euch nämlich Frankfurt-Oder und Zubitze von der Drohne aus zeigen. Und Drohne starten ist natürlich auf der Frankfurt-Oder-Seite, auf der deutschen Seite nicht erlaubt, das ist klar. Und auf der polnischen sieht man es ein bisschen entspannter und deswegen, die Oder gehört hier fast auf der ganzen Seite zu Polen. Und deswegen hier die polnische Drohnen-App sieht entspannt und gibt ein klares Grün, um die Drohne zu starten. Deswegen sind wir mal kurz rüber. So, jetzt sind wir doch noch etwas in Zubitze unterwegs und gucken uns so ein, zwei Straßenzüge an. Und ja, früher war dieser Teil ein Stadtteil von Frankfurt-Oder. Das Collegium Polonicum ist eine gemeinsame Lehr- und Forschungsanstalt der Europa-Universität Viadrina und der Adam Mickiewicz-Universität in Poznan.
Und hier auf dieser Tafel werdet ihr noch richtig deutlich daran erinnert, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen in Polen so gelten. Die Friedenskirche ist die älteste Kirche von Frankfurt-Oder. Leider war sie zur Zeit unseres Besuches in Frankfurt ständig geschlossen, obwohl sie eigentlich auf sein sollte. So konnten wir sie nicht besuchen. Die ehemalige Franziskanerkirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist heute als Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach die Spielstätte des Brandenburgischen Staatsorchesters und der Singakademie. Wir hatten das Glück, an einem wunderschönen Tag der offenen Tür teilhaben zu können. Unsere Aufnahmen davon können wir aus rechtlichen Gründen leider nicht zeigen. Sehr schade. An der Südseite des Gebäudes befinden sich zwei große Bronzetore, die mit vielen Motiven versehen sind. Das eine nennt sich Heiteres Tor und das andere Ernstes Tor. So, die Scheibe ist repariert und wir haben eine sehr interessante Stadt kennengelernt. Und nun geht es weiter auf unserer Tour, und zwar erst einmal durch Polen. Auf unserer Website könnt ihr übrigens über unsere Reisevideos hinaus das gesamte Reisetagebuch nachlesen. Und ihr findet dort auch Bilder und Material, das es so nicht unbedingt in unseren Videos gibt. So, auf dieser Karte könnt ihr nochmal sehen, wie unsere Fahrstrecke war. Wir kommen von Wolin, übernachten bei Stettin auf der Marina und fahren dann am nächsten Tag weiter nach Frankfurt-Oder.